Oh, 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 oh. Was geht ab, ihr geilen Glubschbros? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu diesen kleinen Special-Videos, nenne ich es jetzt erstmal. Ihr wundert euch vielleicht gerade schon, ihr seht mich in groß, ja, nicht in klein. Heute gibt es nämlich kein Gameplay, wir sprechen nämlich über ein Thema und mit mir, meine ich mich und den guten Prime, der am anderen Ende der Leitung ist. Hallo Prime, hey. Hallöchen vom anderen Ende der Leitung. Hi! Ja. Was geht ab, das wollte ich schon immer mal wieder sagen. Wir haben uns hier eingefunden, weil wir über ein Thema sprechen werden, was mich schon betrifft, früher oder später vielleicht auf dem Prime, je nachdem, aber auf jeden Fall auch jede Menge Leute da draußen. Und zwar hat vor ein paar Tagen ein Video, beziehungsweise eine Nachricht, den Kreis der Bahn gezogen, dass eine YouTuber-Gruppe namens PizzaMeat, das sind fünf Männer, die halt Let's Plays veröffentlichen auf ihrem YouTube-Kanal, für ihren sekundären Twitch-Account PizzaMeat TV eine Rundfunklizenz brauchen. Das wurde von der ZAK, wurden sie angeschrieben. ZAK ist die Kommission für Aufsicht und Zulassung. Und die dreht sich halt um Rundfunk. Wer mit Rundfunk jetzt nichts anfangen kann, Rundfunk, Radio oder Fernsehen. Und dieser sekundäre Twitch-Channel, PizzaMeat TV, soll wohl den Rundfunkregeln entsprechen und soll da deswegen eine Rundfunklizenz beantragen. Eigentlich nicht so schlimm, denn es ist, wie gesagt, der sekundäre Twitch-Account. Da laufen einfach nur 24/7 irgendwelche alten Videos von den fünf Männern. Beispielsweise lief da zuletzt eine alte Modern Warfare 2 Battle-Folge. Von daher eigentlich nicht so gravierendes, denn es ist, wie gesagt, der sekundäre Channel. Der Gründer des YouTube-Kanals hat sich auch selbst schon dazu geäußert in zwei Videos. Werde ich auch unten verlinken, dann könnt ihr das euch auch nochmal alles aus erster Hand geben. Hat halt dazu ein Statement gegeben, dass das stimmt, dass sie angeschrieben wurden und dass sie sich damit jetzt erstmal auseinandersetzen werden, wie es da weitergeht. Denn eine Rundfunklizenz, die muss beantragt werden, die soll auch einiges an Geld kosten. Die muss jährlich beantragt werden, immer wieder neu. Das heißt, das ist ordentlich was an Geld, was halt auf die Leute dazukommen. Und es ist auch eine Menge Arbeit. Jeder, der sich mit Behörden schon mal auseinandersetzen musste, ich selbst spreche schon aus Erfahrung, weiß, dass das eine Menge an Arbeit ist. Man muss eine Menge Unterlagen hinschicken und mit wem man alles reden muss. Das ist echt verdammt viel Arbeit. Und da wollten die Jungs dann halt erstmal gucken, ob sich das denn lohnt vom Aufwand her, sowohl zeitlich als auch preislich. Genaueres weiß man dazu aber noch nicht. Ich denke mal, das wird auch noch ein bisschen dauern, denn Behörden arbeiten nicht immer so schnell, wie man sich das wünscht. So weit, so gut, ist jetzt nicht so schlimm, denn wie gesagt, es ist der sekundäre Twitch-Account, der streamt halt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Verständlich, dass das dann unter Rundfunk zählt. Ein Tag später wurde dann nochmal ein Video von denselben Typen veröffentlicht, von dem Gründer des YouTube-Kanals PizzaMeat, dass es jetzt auch um den Hauptkanal geht. Die ZAK hat die nochmal angeschrieben und darauf hingewiesen, dass auch der Hauptstream-Kanal auf Twitch, PizzaMeat, auch eine Rundfunklizenz bräuchte. Das wird dann schon ein bisschen heikler, denn der Hauptstream-Kanal streamt unregelmäßig. Einfach wenn die mal Bock haben, live für ihre Zuschauer irgendwas zu machen, dann ist es mal da. Manchmal einmal in der Woche, manchmal zweimal in der Woche, manchmal auch gar nicht in der Woche. Halt wie sie Bock haben. Und da setzt das heikle Thema nämlich an, denn es ist ein ganz gewöhnlicher Stream-Kanal. Ja, ohne Plan, nicht täglich, nicht einmal in der Woche festgesetzt, wie beispielsweise Gronkh. Und wenn so ein Kanal dann schon für eine Rundfunklizenz eingestuft wird, dann wird auch jeder eingestuft. Und genau hier ist nämlich die Kacke am Dampfen, sage ich jetzt einfach mal so wortwörtlich. Und ja, das war erstmal so ein kleiner Einblick ins Thema. Und dann würde ich mal meinen Kollegen hier am anderen Ende der Leitung fragen, was meinen Sie denn dazu, Mister? Sind Sie überhaupt noch dran? Also, ich sag mal so, als erst nur der Kanal, sag ich mal, in deren Aufmerksamkeit gefallen ist, der wirklich täglich streamt, ne, also PizzaMeat TV. Ja. Könnte man ja schon sagen, dass wenn da immer was läuft, okay, es ist so ein bisschen wie Fernsehen, ne, wie so ein Streamingdienst oder so, weil du dort halt wirklich immer unterhalten wirst, egal wann du einschaltest. Aber, sag ich jetzt mal, der normale Streaming-Kanal von denen,
Der Main-Kanal, dass der dann auch noch befallen ist, obwohl sie dort wirklich nur streamen, wenn sie wollen, wenn sie Zeit haben, wenn sie was für die Community machen wollen. Der eigentlich wie so ein Streaming-Kanal ist, sag ich mal, den auch jeder kleinere Streamer jetzt hat. Und der dann so eine Lizenz haben muss, die natürlich auch, glaube ich, einiges kostet, so wie ich mich erkundigt habe, die Ja. sich auch nicht jeder leisten kann. Jetzt egal ob großer, kleiner, was auch immer, Streamer, finde ich an sich ziemlich übertrieben. Und meiner Meinung nach ist das teils nur so eine Masche, damit die Leute wirklich mehr Fernsehen gucken oder mehr dort gucken, wo man wirklich bezahlen muss, um zu sehen. Deswegen finde ich das ein bisschen unnötig, sage ich jetzt einfach mal. Das ist lustig, dass du das sagst, weil das habe ich mir wirklich auch gedacht. Wichtig ist auch hier erstmal, das ist nur unsere Meinung, unsere Interpretation. Es kann natürlich auch komplett anders sein. Genau, und ihr könnt eure Meinung natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wir geben nur unsere dazu ab. Von daher lasst euch da nicht beeinflussen. Genau. Ich habe mir da nämlich auch gedacht, denn wenn man mal wirklich so drüber nachdenkt, wie viel Fernsehen guckt die heutige Generation oder unsere Generation? Ja, ich gucke schon fast gar kein Fernsehen mehr. Würde ich nicht täglich mit meiner Mutter 2 Stunden halt abends zusammensetzen, würde ich kein Fernsehen mehr gucken, eigentlich. Ansonsten bin ich halt am Zocken oder gucke YouTube oder was weiß ich. Ist bei mir übrigens auch so. Ja, und dann, wenn ich jetzt nochmal eine Generation weitergehe, die sind ja eigentlich noch internetaffiner, sage ich jetzt einfach mal, gehe ich jedenfalls von aus. Das sind natürlich alles Zuschauer, die dann quasi weg sind. Und da habe ich mir nämlich auch gedacht, ob das irgendwie vielleicht auch wirklich so ein Trick sein kann, da dann einfach so das Internet ein bisschen auszudünnen, weil so eine Lizenz, die kostet wirklich einiges. Das wurde gesagt. Wie viel, das weiß man nicht. Das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber ich für meinen Kanal kann ich sagen, ich könnte sie mir auf keinen Fall leisten. Gehe ich mal von aus. Ich habe 384 Abonnenten. Ich verdiene durch YouTube kein Geld, weil ich noch keine Werbung geschaltet habe. Ich mache einmal in der Woche einen Minecraft-Stream, will demnächst auch noch ein bisschen weiter ausbauen, ein bisschen mehr streamen, dann aber auch auf Twitch. Und das wäre dann nicht mehr da. Ja, weil ich kann mir diese Rundfunklizenz da nicht leisten und da würden dann einige wegfallen. Und wenn das wirklich so ein hoher Aufwand ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass einige größere dann sagen, ja, sorry, dann lassen wir das. Das lohnt sich vom Aufwand her nicht oder so. Dass man da halt quasi so das Angebot im Internet quasi so auskristallisiert, dass man einfach so die Masse Also gerade noch wegnimmt. mal zum Thema Fernsehen, wo du das sagtest. Viele gucken heute kein Fernsehen mehr, weil alleine schon die Werbung nervt. Jeder Stillfilm wird alle 20 Minuten von Werbung unterbrochen. Zweitens, es kommt natürlich auch nicht jeden Tag immer, und das ist gerade der Schwerpunkt, es kommt nicht jeden Tag immer was, was man wirklich gucken möchte. Und Internet, gerade YouTube, ist natürlich was, du schaltest ein, switcht deine ganzen Leute durch und hast immer dann, egal wann, du musst ja nicht mal wirklich zu der Zeit online sein. Hast immer dann Leute, die was hochgeladen haben, was dich interessiert, was du dir angucken möchtest, wann und wo du willst. Und gerade sowas ist natürlich, sag ich mal, bequem, was viele Leute anzieht. Und deswegen haben, glaube ich, die Rundfunkunternehmen da auch wirklich so ein bisschen, sag ich mal, Probleme und auch Angst, dass sie halt ihre Zuschauer, ihre Leute, die bezahlen, verlieren. Ja, davon gehe ich auch aus. Ich kann auch mal sagen, vor kurzem im WIPO-Unterricht, ja, da hatten wir dann Medien als Thema angesprochen gehabt. Und da war dann als Beispiel, wie viele Leute überhaupt noch Zeitung lesen. Und das geht wirklich immer weiter zurück. Jetzt ist Zeitung natürlich nicht mit Fernsehen gleichzustellen, aber das meiste, was du in der Zeitung lesen kannst, kannst du auch im Internet lesen. Ja, da musst du dann auch nichts für bezahlen. Es sei denn, du holst dir natürlich irgendwo einen Abo-Dienst oder sowas. Aber normalerweise kriegst du auch Tatsache. auf die meisten Nachrichten dann kostenlosen Zugang und musst dir keine Zeitung kaufen, die jetzt nicht sonderlich teurer ist, 1,50 oder so, keine Ahnung. Aber wenn man dann täglich eine Zeitung liest, das ist dann auch schon 45 Euro vielleicht ungefähr im Monat, die man dann sparen kann. Und es ist natürlich auch alles schneller verfügbar, wenn du Zeit hast. Du musst keine Zeitung mit dir rumschlecken, hast einfach dein Handy in der Tasche und dann boom, fertig, war's das. Also So das ist sieht's aus. echt, man merkt das ja auch hier und da, wie das Fernsehen versucht, so mit YouTube einfach mehr zu kommunizieren. Beispielsweise vor, keine Ahnung, 2, 2,5 Jahren oder so, war dieselbe YouTuber-Gruppe Pete's Meat halt auch bei Stefan Raab, bei TV Total beispielsweise im Fernsehen. Und hier und da sieht man ja auch, hier werden sie eingeladen, da werden sie eingeladen und
Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Leute da dann einfach, dadurch, dass sie halt auch die Leute dann ranholen, sich die Zuschauer von denen quasi auch ranziehen und aber merken, ja, das funktioniert halt nicht täglich. Wir können nicht jedes Mal, wenn wir auf Sendung gehen, jemanden von denen ranholen, dass sie dann einfach denken, ja, dann müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen was dünner machen. Und ja. Also Fakt ist auf jeden Fall, wie ich finde, dass man mit der Lizenz auch wirklich Streamern, die das hobbymäßig machen, die gar kein Geld verdienen wollen, die einfach nur Spaß daran haben, wirklich vieles kaputt machen kann, wenn man sagt, ihr braucht diese Lizenz und müsst dafür natürlich viel zahlen. Also das geht meiner Meinung nach viel zu weit, weil diese Leute können dafür nichts, die wollen da ihren Spaß haben. Das ist wie wenn jemand jetzt einfach nach draußen geht, sich irgendwo hinsetzen will und dafür bezahlen sollte. Das wäre auch ziemlicher Schwachsinn und genauso sehe ich das. Also, man sollte die Leute einfach streamen lassen, ihnen Spaß haben lassen. Und ich meine, wenn sie Geld verdienen wollen, sollen sie ihre Werbung davor schalten. Und gut ist. Ja, also bei solchen Twitch-Kanälen, wo halt 24/7, wie Paul auch schon sagte, da kann ich das auf jeden Fall verstehen, dass das dann unter Rundfunk zählt, weil du da Dauerunterhaltung hast. Aber selbst unregelmäßige Kanäle, es gibt halt Leute, die streamen täglich, alle 2 Tage oder 2, 3 Mal in der Woche oder einmal in der Woche. Und die alle bräuchten dann eine Lizenz. Und da kommt natürlich auch ordentlich Cash dann rein, sage ich jetzt mal, ne? Also, so viel würde ich gar nicht sagen, denn es gibt so viele Streamer, die, glaube ich, nein sagen würden. Ja, das stimmt auch wiederum. Aber ich glaube, also als Beispiel jetzt die PeteSmeet-Gruppe, die YouTuber-Gruppe, die haben bei den Sekundären, haben sie das, ja okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber sie haben es einfach hingenommen. Sie haben gesagt, ja okay, sehen wir ein, da läuft 24/7, Dauerunterhaltung, alles okay. Sehen wir ein, dass das unter Rundfunk zählt. Wir kümmern uns drum, gucken mal, ob wir das denn uns eine Lizenz holen oder nicht. Je nachdem, wie halt der Aufwand ist, ob sich das lohnt. Aber bei dem Hauptstream-Kanal, da haben sie dann auch schon gesagt, nee, da so einfach sagen wir dann nicht ja, dass wir da eine Lizenz brauchen. Sind mittlerweile bestimmt auch schon dabei, hier und da nachzuhaken, Fachleute ranzuziehen und alles. Aber wenn das wirklich darauf hinausläuft, dass man eine Lizenz braucht, kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere wirklich die bezahlt. Ich kann mir vorstellen, dass PeteSmeet die bezahlt. Ich kann mir vorstellen, dass Gronkh sie bezahlen würde. Und wahrscheinlich auch viele andere. Denn es gibt ja halt auch Leute, Gronkh und PeteSmeet sind ja Leute, die eigentlich hauptsächlich auf YouTube sind. Und einfach nur hin und wieder mal streamen. Oder Gronkh halt einmal in der Woche am Freitag 18 Uhr geht's los. Aber es gibt halt auch Leute, die wirklich Twitch-Streamer sind, ja, die sind keine YouTuber, sondern Twitch-Streamer. Dadurch verdienen sie ihren Lebensunterhalt. Und ich denke, dass die dann auch auf jeden Fall sagen würden, ja, ich hole mir die, wenn das wirklich so kommt. Weil sonst, was haben sie dann? Sie sind Twitch-Streamer vom Beruf her und haben nichts anderes vorzuweisen. Ja, gehen nicht täglich hier nochmal beim Bäcker oder so. Das ist halt für manchen wirklich der Lebensunterhalt. Und das ist dann natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein schwerer Einschnitt in den Lebensunterhalt, den sie dann haben. Weil entweder blechen sie ein gutes Sümmchen dafür oder sie haben überhaupt keine Einnahmen dadurch mehr und müssen gucken, müssen gucken, wie sie sonst über die Reihen kommen. Also das ist schon. Da hast du recht. Das ist auf jeden Fall ein Also heikles man Thema. darf auf keinen Fall vergessen, dass das wirklich vielen Leuten Strich durch die Rechnung machen würde. Und ja, meiner Meinung nach wirklich total übertrieben ist. Wobei es natürlich andersherum bei einem Streaming-Kanal, der wirklich täglich on ist, täglich sendet, was anderes ist. Weil das fällt schon wieder unter Dauerunterhaltung. Ja, das stimmt. Ja, das sollte man gucken. Also es wurde auch schon von mehreren Leuten gesagt, dass das alles eine Anpassung bedarf bezüglich des Internets, weil das da halt alles. Die Leute haben sich nicht wirklich mit dem Internet bis jetzt auseinandergesetzt. Ich meine, ihr habt selbst vor ein paar Jahren gehört, Merkel, ich zitiere, das Internet ist für uns alle Neuland. Da haben vor ein paar Jahren erst die. Danke.
Was? Danke, Merkel. Achso, ja, du hast bei mir gerade ein bisschen komisch geklungen. Ja, Hashtag danke, Michael. Merkel. Da haben sich wirklich erst die großen Politiker damit auseinandergesetzt, dass es sowas wie Internet gibt, ja. Was eigentlich schon, wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt, ist ein bisschen absurd eigentlich, weil das halt schon ein bisschen länger existiert, das Internet, als ein, zwei Jahre. Aber die Politiker haben das halt vorher nicht mitgekriegt, sage ich jetzt einfach mal. Denen war nicht bewusst, dass das Internet so eine Größe erreichen kann. Weil du findest im Internet findest du alles und du kannst 50.000 Leute erreichen, indem du Hallo schreibst, ja. Dass du da wirklich so erreichbar sein kannst und alles, alles, was überhaupt möglich ist im Internet, davon wussten die meisten hohen Tiere, sage ich jetzt mal, überhaupt nichts. Vor, ich weiß gar nicht, vor einem Monat oder so ungefähr hat auch PeteSmeet, wurden von der, von welcher Partei war das nochmal? War das die SPD? Ich glaube, es war die SPD. Ja, das war die SPD. Hat jemanden von denen eingeladen, den Kanalersteller. Und die hatten halt so, ich weiß gar nicht mehr, wie das halt hieß. SPD-Hacks oder so hieß das, wo sie halt Leute aus dem Internet ranziehen und sich selbst auch ein bisschen mit dem Internet beschäftigen. Und das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass so etwas von der SPD kam. Das heißt, die haben erst vor einem Monat, zumindest haben sie es erst dann öffentlich gemacht, dass sie sich auch wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Ey, da gibt es Internet, Junge, da sollten wir vielleicht auch mal gucken. Da erreichen wir vielleicht mehr Leute und kriegen dann vielleicht auch mehr Wählerstimmen oder erreichen auch allgemein, dass mehr Leute wählen gehen. Das Internet wurde, glaube ich, echt von vielen unterschätzt. Auch von Zeitungen, Büchern und sonstiges. Also von Büchern kann das natürlich nicht unterschätzt werden, sondern von den Autoren dann halt. Und auch selbst von. Oh Scheiße, da gibt's Internet! Nein! Hätten wir es nicht unterschätzt. So die Buchsammlung. Nein, Internet! Und wir Bücher, was? Bücher? Du hörst dich bei mir gerade gedämpft an. Ich hoffe, dass das einigermaßen im Video noch geht. Ich bin jetzt einfach ruhig. Okay. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Ja, ich glaube, da könnte man noch endlos lange drüber reden. Ja, wir sind jetzt fast bei 20 Minuten. Ich höre dich wieder normal. Nein, jetzt kann er wieder reden. Scheiße. Man könnte da echt endlos lange drüber Angesagt. reden, glaube ich. Weil das halt echt ein heikles Thema ist, wenn da jetzt wirklich gesagt wird, jeder Streamer braucht eine Rundfunklizenz. Dann gibt es meine Microstreams nicht mehr, ja? Erstmal fett Werbung machen. Ich habe heute rausgefunden, ich kann Modern Warfare jetzt mit meinem Internet streamen. Junge, das gibt es dann auch nicht mehr. Und auch auf Twitch wollte ich auch mal ein bisschen aktiver werden, ja? Also, das gibt es dann auch nicht mehr. Erstmal so richtig fett Werbung raushauen. Und ich bin auch gerade am Überlegen. Es wurde nämlich gesagt, das Internet ist voller Streaming-Dienste. Was zählt denn jetzt alles unter Streaming-Dienste? Ich meine, YouTube-Streams, ja. Twitch-Streams, ja. Und sonst, wo du überall streamen kannst, da brauchst du denn überall eine Rundfunklizenz. Facebook kannst du jetzt ja auch live machen. Instagram kannst du live machen. Ich weiß gar nicht, ob es bei Twitter geht. Das weiß ich nicht. Nein. Nein, okay, da haben wir den Fachmann. Aber dafür bräuchtest du denn auch eine Rundfunklizenz. Das ist Stream. Und da stellt sich mir die Frage, was zählt jetzt wirklich unter Stream? Kann man dann, wenn ich jetzt irgendeine, beispielsweise eine Walking Dead Folge online gucke, das ist ja quasi auch dann Streaming. Ich bin dann halt der Konsument. Brauche ich dann auch eine Rundfunklizenz? Oder die, die das dann halt anbieten, die brauchen dann vielleicht eine Rundfunklizenz. Was natürlich dann, denke ich, richtig in die Kasse geht, weil die ein oder andere Seite hat ein richtig krasses Angebot, ja. Dann wird das alles kostenlos. eben nicht kostenlos. Dann wird das von kostenlos zu bezahlt. Dass du da dann auch blechen musst. Das ist schon ein bisschen. Das ist echt tricky. Das ist echt tricky. Das ist echt übel. Also, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man dranbleiben sollte. Und ich denke auch auf jeden Fall, dass das nicht so leicht umgesetzt wird von den Behörden.
da sich da wirklich eine ganze Menge an Leute gegenstellen werden. Davon gehe ich mal aus. Und ja, hast du noch was zu erzählen? Also ich bin sehr gespannt, ob sie das, wenn es wirklich so kommt, gegen diese ganze Masse und gegen, wie du schon sagtest, alle Plattformen, wo man streamen kann, durchsetzen können. Denn auch diese Plattformen werden versuchen, sich zu wehren. Und ich sag's mal so, die sitzen am längeren Faden als die kleinen Streamer. Deswegen wird das, denke ich, mal ganz interessant. Ja, aber ich denke auch jetzt nicht, auch kleine Streamer können was bewegen, denke ich, in der Masse auf jeden Ja, klar, Fall. wenn sie sich zusammenschließen, erst recht. Aber wenn dann die Ja. großen Firmen auch noch dazukommen und die vielleicht unterstützen würden, wer weiß, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, was alle betrifft, ob Konsument oder nicht Konsument, sondern das Gegenteil, Produzent, ja. Denn der Produzent muss dann blechen und eventuell kommt dann auf die Konsumenten hinzu, dass die auch blechen müssen, weil das muss halt irgendwie wieder reinkommen, der Verlust. Weil man bezahlt ja nicht einfach nur, also ich würde jetzt nicht bezahlen, dass ich streamen kann und dann gucken ein, zwei Leute zu, von denen kriege ich kein Geld. Ja, das muss man natürlich auch irgendwie reinkriegen. Das betrifft wirklich jeden und jeder sollte sich auch auf jeden Fall bei diesem Thema informieren und auf dem Laufenden bleiben. Und ja, ich denke mal, das war's denn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns mal, beziehungsweise lasst mich mal wissen, ob ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Dass ich irgendwie so das ein oder andere Thema euch näher bringe oder so wöchentlich was an Informationen bezüglich Internet, eigentlich auf Games bezogen halt, aber wenn sowas dann mal kommt, dass ich euch das dann auch näher bringe. Das hatte ich mir auch so gedacht, daraus könnte man theoretisch ein Format machen. Ist aber die Frage, ob das gut ankommt, das werde ich an diesem Video hier sehen. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss! Haut rein!